So, wir kommen zum zweiten Abschnitt, Paragraph 2, die Doker-Notation. Und beide Meisterbewegung. Vom Typ 1. Ja. Sie haben vielleicht gesehen, wenn Sie Hausaufgaben gemacht haben, dass man ziemlich oft eine Rademeisterbewegung vom Typ 1 vereinfachen konnte. Ich mache mal ein Beispiel. Sagen wir mal, ich hätte so einen Knoten. Dann hier eine Schlaufe. Ja, dann könnte ich mit einer Rademeisterbewegung vom Typ 1b das wegmachen. Ja, also so. Okay. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, wie man das erkennen kann an der Doker-Notation. Ich fange hier mal an, hier mit 1 zu nummerieren und gehe hier weiter, dann kommt hier die 2. Ja, und dann geht es hier weiter, kommt hier die 3. Und dann komme ich ja gleich wieder zurück mit der 4. Und dann geht es hier weiter zur 5. Dann kommt hier die 6. Dann hier rum die 7. Und dann hier die 8. Und dann bin ich wieder ursprünglich da, wo ich vorher war. Also, wie ist die Doker-Notation? So. Platz. Also, ich habe die ungeraden Zahlen. 1, 3, 5, 7. Und die geraden Zahlen. Zur 1 gehört die 6. Zur 3 gehört die 4. Zur 5 gehört die 8. Zur 2, 7 gehört die 2. Okay. Und jetzt sehen Sie, wo ist diese Typ 1? Rademeisterbewegung, wo könnte die ansetzen? Das ist hier, wo zwei Sachen aufeinander folgen. Hier. Ja. Zwei. Ja. Und kann auch ein bisschen anders sein. Ich nummeriere mal anders. Mit den gleichen Knoten kann man ja auch anders nummerieren. Ja, das ist eine etwas andere Doker-Notation. Ich schmale den einfach nochmal hin. So. So. Dann hier die Schleife. Dann hier rum. So. Jetzt fange ich aber eins später an zu nummerieren. Eben habe ich hier angefangen mit der 1, jetzt fange ich hier an mit der 1. Dann habe ich hier also die 1. Dann geht zuerst die 2. Dann gehe ich nochmal rum. Auf die 3 hier schon, dann hier die 4, hier die 5, und hier um die 6, dann hier die 7 und hier drüben die 8. Und dann bin ich wieder bei meiner 1. Ja, also was ist die Notation hier? 1, 3, 5, 7 und was passiert hier? Die 1 ist wieder mit der 6, die 3 ist mit der 2, die 7 ist mit der 4 und die 5 ist mit der 8. Okay? So, und wo ist hier mein Typ 1 Stelle? Das ist hier. Ja, auch. Auch. Ja, es kann sein, dass es 1 rauf geht, von 3 auf 4, oder es kann auch sein, dass es 1 runter geht, von 3 auf 2. Ja, es kommt darauf an, wann ich hier ankomme, ob mit einer geraden oder ungeraden Zahl, ob ich zuerst mit einer ungeraden Zahl ankomme oder mit einer geraden Zahl. Ja, also man kann das erkennen, dass immer, wenn so zwei aufeinanderfolgende Zahlen sind, dass dann man so eine Typ 1-Bewegung machen kann. Und das will ich im nächsten Video erklären.